Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Days Gone. Welche Information, O'Brien? Was zum Teufel kannst du jetzt noch sagen wollen? Das interessiert mich einen Scheiß. Okay, so wirklich Scheiß interessiert uns anscheinend nicht. Wir wollten heute erstmal nach Sarahs Gedenkstätte fahren. Dann tun wir das doch mal. Oh, falsche Richtung. Nee, warte. Also, Vor ein paar Monaten war ich bei Crazy Willy zum Plündern. Wir dachten. Hey, Sekunde. Wir haben übrigens schon wieder mal Winter. Und in der nächsten Situation haben wir wahrscheinlich wieder Sommer. Das ist so ein bisschen schade. Aber okay. Aua. Scharfschütze. Die hat's erwischt. Fällt dir das, Arschloch? Du wirst heute niemandem mehr auflauern. Gut, den habe ich auch erwischt. Dann müssen wir jetzt nur noch den hier erwischen. So. Ein Schrott, sehr schön. Was hat der? Oh, Inventar voll. Verband, okay. Obwohl, warte mal, Verband können wir gerade eigentlich mal noch. Weil der Scharfschütze uns ja doch erwischt hat, müssen wir halt schauen. Oh, jetzt haben wir auch den Verband wieder. Hier müsste noch irgendwo einer liegen. Da ist er. So, dann gehen wir jetzt nochmal gucken, ob wir den Scharfschützen erwischen. Endlich, verdammt. Hm. Okay, keine Ahnung, wo der Scharfschütze hingefallen ist. Hier liegt er zumindest nirgendwo, wird er nicht angezeigt. Dann gucken wir mal, dass wir zu unserem Bike zurückkommen. Das wir jetzt wahrscheinlich auch wieder reparieren müssen. Hat nur noch 14%, war irgendwie klar. Das ist ein Mist, aber okay. So. Bike ist repariert. Dann reparieren wir mal unseren Schläger hier. Und weiter geht's. Hallo, absteigen. Eigentlich könnten wir ja mal gucken, hier Schönes drin finden. Okay. Sehr schön. Erste-Hilfe-Kasten. Es gibt nichts über Schrott. Das ist super. Wir sind bald mit unserem Schrott wieder voll. Dann fahren wir mal weiter hier. Mörder und Dieb, alle miteinander. Wie viele habt ihr heute schon umgebracht? Steigt doch ab, verdammte Hacke. Er hat sie erwischt. Go!
Du ziehst dich nirgendwo mehr hin. Ich bin getroffen. So. Nachladen. Hilfe! Hilfe! Ich bin ja schon unterwegs. Schrei nicht so. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Camp? Da gehe ich hin. Oh, zeig's mir. Zeig's mir. Iron Mike. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Danke für deine Hilfe. Das war echt knapp. Allein hätte ich es nicht geschafft. Danke. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Halt den Kopf unten und lauf. Könnte nützlich sein. So, was hatten wir denn hier eigentlich? Keine Ahnung. Kleines Rohr. Was ulkig aussieht, ist, dass sogar hier in der Hütte irgendwie anscheinend Schnee liegt, obwohl das Ding ein Dach hat. Aber ich sage ja, ich finde es eigentlich im Schneegebiet gar nicht so verkehrt. Also ich finde den Schnee eh nicht schlecht. Vor allen Dingen auch hier die Leichen, die dann schneebedeckt sind. Okay, wieder mal einen gerettet. Dann fahren wir weiter. So, ich denke mal, wir sollten vielleicht unsere Maschine so ein bisschen voll tanken. Wir haben, glaube ich, auch noch ein Stück vor uns. So, und weiter geht's. Ich sage euch, vor diesem Scheiß waren wir taub und wir waren dumm. Wir haben blind alle möglichen Opiate genommen, die uns zitiert haben wie fette, glückliche Kühe. Zucker, Fernsehen, Alkohol, Heroin. Es hat funktioniert. Aber jetzt, tja, wir fühlen die Schmerzen. Und zwar alles. Jeden. Sehen genau hin. Ihr seht die Wahrheit in dem, was ich schon immer sagte. Niemand macht uns etwas vor. Wir sind es, die jetzt das Sagen haben. Und wir machen es 10-mal besser, als die es je konnten. Holt Tiefenluft und haltet sie an. Ihr seid jetzt freie Menschen. Niemand kann euch das je wieder nehmen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, ja, Corp, den Schmerz kenne ich. Wer kennt den verdammt nochmal nicht? Tja, der verdammte Jesse Carlos Williams. Well. Ja. Mal kurz gucken. Würden hier gerade die Kreuze interessieren, was es ist? Ja, was ich halt, wie gesagt, auch so ein bisschen komisch finde, ist, wir hatten es eben noch Schnee. Und jetzt ist schon wieder irgendwie, ja, Frühling, keine Ahnung. Das ist halt was ich so ein bisschen merkwürdig finde. Aber ansonsten, also von mir aus hätte der Schnee auch ruhig ein bisschen länger bleiben können, damit man vielleicht mal wärmere Sachen oder so braucht. Aber als erstes, wow. Ja, so kann man es auch machen. Haben wir gerade ein kleines Problem mit Zombies oder Beißern oder wie auch immer man die nennen möchte. Walk-on, keine Ahnung. So? Ja, ist irgendwo ein Camp anscheinend. Finden wir doch eigentlich. Nehmen jetzt erstmal das Camp hier.
So ist es ein bisschen merkwürdig hier alles. Dann jetzt erstmal. Oh, da hinten ist ein Scharfschütze. Wo ist eigentlich meine dritte Waffe? Fällt mir gerade so auf. Ich habe nur noch die zwei. Hä? Okay, keine Ahnung, wieso wir nur noch die zwei Waffen hier haben. Und keine Ahnung, wo die Sniper ist, die wir von... Nee, wollte ich schon die sagen. Von dem... Ja, ihr geht gleich Wege. Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. 20 Stück, das läuft. Einer weniger. Wie viele seid ihr noch, hä? Noch 19. Wow. Keine Ahnung. Da hochkommen, ohne gesehen zu werden. Da ist auch noch einer. Mal gucken, ob es hier rum irgendwie klappt. Gab mich nie. Bereit, mich selbst von dieser jämmerlichen Erde zu teilen. Jesse, es tut mir so leid, was wir dir angetan haben, aber du musst einfach die Fresse halten. Aua, scheiße. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, aber okay. Wir nehmen die mal einfach mit. Ja, die kommt eigentlich nicht wie gerufen, weil eigentlich hätte ich gern... eine gehabt. Aber okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das Beste hier draus machen. Oh, hier bewegt sich nichts, du hast dich vertan. Verguckt. Boah, keine Ahnung was. Vielleicht die letzten Überlebenden von den komischen Typen hier. Was sagt ihr dazu? Ne? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Ja, 14 haben wir noch. Okay. Da sind keine mehr. Die falsche! Lauf doch, Alter! Ey, ernsthaft! Ja, ich glaube, jetzt habe ich hier ein großes Problem. Meine Fresse, ja. Ja, das war's. Shit. Ich wollte mich jetzt heilen, dann wollte ich weglaufen, dann wollte ich irgendwie alles zusammen und es hat dann leider nicht geklappt. Und wir sind gestorben. Shit. So. Dann jetzt auf ein neues. Ah. Weiß gar nicht. So. Sehr schön. Oh, okay, ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Das ist jetzt natürlich jetzt auch blöd. Aber gut, dann ist es so. Das ist gut.
Du, dreh dich doch endlich um und geh zurück. Sehr schön. So, dann müssen wir jetzt halt wirklich mal gucken, dass wir hier irgendwie besser durchkommen. So, noch Verband nutzen. Dann jetzt gucken. Eigentlich wollte ich ja den Sniper hier ausschalten, nicht so wirklich funktioniert hat. Ja, der dreht sich weg, sehr schön. Dann haben wir den jetzt erstmal. Beschissenen Drecksmörder. Ihr lauert gern Leuten auf, was? Mach euch alle zu Geistern hier. Geht es nicht wirklich? Alter, ernsthaft? Es läuft, ich bin... Oh, da ist noch jemand. Ich würde sagen, ich bin nämlich jetzt fast leer. Okay. Die hat es immer noch überlebt. Das jetzt aber hoffentlich anscheinend nicht mehr. Dann können wir jetzt endlich mal weiter hier, hoffe ich. Wir brauchen immer noch... Wow, 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 6. So, dann gehen wir doch jetzt mal gucken hier. Wo sind denn die anderen 5? Jetzt hab ich dich. Ey, bin getroffen. Anders wird wohl ein Schuh draus. Ich hatte dich. Haha. Gut, keine Munition. Dann müssen wir die jetzt hier nehmen. Nimm das MG! Mach ihn fertig! Alter, ernsthaft? Mann! Wo auch immer die jetzt herkamen. Okay, du bist der Letzte. Hm? So ist er der Letzte. Da fehlt doch noch einer. Irgendwie. Was sagen, wo ist er? Irgendwo hier muss er doch sein. Ach, da hinten schießt er. Gut, dann gehen wir jetzt mal gucken da. Das? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, das dachte ich mir. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht. Ein Bunker. Ja, Bunker? Ich wette, die haben einen Bunker.
Ich muss ihn nur finden. Ein Bunker, okay. Dann suchen wir mal einen Bunker. Ich weiß nicht, wo da sein soll. Vielleicht da unten. Ja, super, dann gehen wir mal einen Bunker suchen. Bestimmt da hinten in dem kleinen Höhlending gewesen, wo wir schon drin waren. So, warte, den nochmal kurz suchen, durchsuchen. Verband voll, okay. Könnte natürlich auch sein, dass die da rausgekommen sind aus dem Bunker. Hier ein Bunker drin. Ah, guck mal, den haben wir vorhin übersehen. So was läuft. Ja, übersehen wir einen Bunker. Der ist ja klein. Sehen wir nicht. Sieht es. Nicht so wirklich. Gut, wir wären wahrscheinlich vorher nicht in den Bunker reingekommen, aber ich habe ihn trotzdem übersehen. Aber das kam mir gerade ein bisschen logisch vor, dass der vielleicht hier drin ist. Deshalb. Habe ich gedacht, gehen wir mal hier als erstes gucken. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Kappe. Okay. Ja, Iron. Hinterhalt Camp Jäger. Stille lange. Sie ausradieren, sonst werden sie immer. Aha, okay. Eine Annäherungsbombe kann ich jetzt selbst herstellen. Das ist sehr schön. So. Nee, nicht warum bin ich hier. Ich möchte jetzt erst, bevor ich reinfahre, zu meiner vermissten Frau, obwohl wir da. Was haben wir denn da? Ach nee, das ist wieder das Camp. Nee, da will ich nicht. Nee, nee. Okay, dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg. Gucken wir, dass wir zu Sarahs Gedenkstein kommen. In der Hoffnung, hier vielleicht gleich noch irgendwo Aktion zu finden, wäre vielleicht nicht schlecht. Warte mal, ich könnte doch irgendwas angeblich noch herstellen. Können wir herstellen, sehr schön. Bauchbomben herstellen. Dies ist nix, das ist auch nicht, das ist blöde. Die können wir herstellen. Könnten wir herstellen, ist aber voll. Herstellen. Material benötigt. Was fehlt uns denn? Elektrischer Zünder und Schießpulver. Toll, jetzt haben wir demnächst noch mehr zum Suchen. Dies läuft wieder. So, haben wir den doch irgendwas vielleicht zum Abnehmen? Nee, voll. Dann hüpfen wir mal hier runter. Kriegen wir hier noch was Schickes. Nee, Max. Okay. Der hat gar keinen. Der hier hat einen. Der hat auch keinen, okay. Pistole und Schalldämpfer jetzt hat. Vielleicht kriegen wir nicht. Kriegen wir auch nicht. Das ist auch blöd. Och Mann. Auf jeden Fall bräuchten wir jetzt ein bisschen Munition, weil das wird gerade irgendwie. Sonst. Brauche Schrott. Ziemlich chaotisch. So. Er hat auch nur Schrott. So, super. Sonst hatten wir immer Schrottknappheit. Jetzt haben wir fast mehr als genug. Nein, wir haben mehr als genug. Jetzt haben wir da hinten stehen lassen. Zombie, ja. Leider auch
keine Munition mehr. Ein bisschen bitte. Oh ne, brauchen wir nicht. Wir hauen uns direkt auf die Maschine und direkt weg hier. Aua. Uah, Wölfe, super. Information. Welche Information, O'Brien? Was zum Teufel kannst du jetzt noch sagen wollen? Ja, er behauptet zwar jetzt, dass es ihn scheiß interessiert, aber wenn man mal zuhört, scheint es ihn doch ziemlich zu interessieren. Scheiße. Was geht denn hier ab? Okay, irgendwie läuft hier. Warte, da ist Munition drin. Möchte ich jetzt gerade gar nicht. Ich möchte eigentlich mal gucken, wo der Waffenschrank drin ist. Hier nicht, hier ist ein Bett drin. Der Waffenschrank wahrscheinlich in dem anderen Ding nebenan. Wow! Ernsthaft? Warum kommen wir denn da nicht rein? Doch, jetzt wieder zu. Hallo, mach doch das scheiß Ding hier zu. Oh ja, genau. Ich wollte gerade sagen, von außen oder was. Mann! Wollt doch eigentlich Waffenschrank. Jetzt wollten wir gucken, Spezialdinger. Das Ding hier ist... das die, ich glaube, ja. So, kaufen. Müsste die sein, glaube ich, ja. So, da haben wir Verband. Da haben wir keine Ahnung. Das Problem ist... Uah, das war genau das, was ich meine. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder unser Tod sein. Molotow-Cocktail. Das hätte ich gern, danke. Ach, sag mal, das kann's doch nicht sein. Oh, Die darf auf gar keinen Fall kreischen. Ich würde jetzt trotzdem gern mal... Ja, super. X halten für heilen. Scheiße, Alter, lauf doch! Alter, du sollst laufen! Wie ich das hier wieder liebe, echt. Leer. Ich habe gerade irgendwie das Problem. Dass wir hier wieder nichts hinkriegen. Ah, das ist gerade echt. Ey. Gut, ich glaube, wir werden jetzt hier sterben. Meine Fresse, ey.
Mein Gott, ey, dieser Mistmob hier. Könnte er jetzt mal drauf gehen? Schmort in der Hölle, verdammte Freaks! Meine Fresse. Okay, den hat's erwischt jetzt. Hat auch lange noch gedauert. Ich habe jetzt echt schon gedacht, den kriegen wir nicht mehr tot. Nee, irgendwie. Ach, das war doch jetzt auch so. Ich wollte Ding nutzen. War auch jetzt auch. So, warte. Reparieren, loaden, genau. Dann schauen wir jetzt mal. Die müssen wir auch noch laden. Die ist geladen, okay. Ja, ich war gerade irgendwie lost. Versucht habe mit euch jetzt hier den Typen zu killen, weil irgendwie... Ich habe immer die falsche Taste gedrückt anscheinend. Aber das ist ja nochmal gut, Junge. So. Gott sei Dank haben wir diese Kreischerin erschießen können, bevor... irgendwas passiert ist. Die noch mehr Leute gerufen hat, weil das, glaube ich, hätten wir dann nicht überlebt. So, jetzt dann erstmal weiter hier in die Richtung. Uah. Ernsthaft. Es kommt clever, wenn man gerade abgelenkt ist und woanders hinguckt. Was da geht. Scheiße. Gut, also nirgendwo anders hingucken. Und ja, schauen, dass wir weiter jetzt ein bisschen konzentriert bleiben. Okay, der ist tot. Bär. Schnell weg. Na, hier sind nur Zombies. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Keine Ahnung. Fragezeichen ist keins mehr da. Ich habe auch nichts gesehen, was so für uns vielleicht interessant sein könnte, außer das jetzt hier gerade. So, das alles mitschleifen. Nehmen wir hier alles mit. Dankeschön. Moped weiterfahren.
Warte, da ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, noch ein Spritkanister gewesen. Jawohl. Benzinkanister. Sehr schön. Tanken jetzt erstmal auf. Ah, gutes Timing. Ja, bei nur noch 55% sollten wir das vielleicht auf jeden Fall mal tun. Das sollte reichen. So. Dann aufsitzen und weiter geht's. Ach, das hier ist von Madame, keine Ahnung was. Ich wusste gar nicht, dass ich so nah an dem Sklavenhändler-Camp bin. Dann fahren wir jetzt auf jeden Fall weiter. Nur froh sein, dass da gerade keine Horde am Trinken war. Weil ich glaube, das hätten wir dann mit unserem Moped reinbrettern nicht überlebt. Ich sehe gerade, wir müssen mal hier bleiben, weil hier gab es viele Sachen, die wir brauchten. Oh, ich wunderte mich gerade noch, was das für Geräusche sind, aber wenn ich da so gucke, weiß ich es jetzt. Da steht eine komplette Horde, ist am Baden, am Trinken, am keine Ahnung was. Dann jetzt lieber weiter hier. Nein, oh, ich wollte hier nicht mehr Motorrad parken. So. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was das mit Sarah wieder ist. Hey, ich bin's. Ich weiß, es ist eine Weile her, dass ich hier war. Es ist nur, okay, wir hatten wieder Ärger mit den Rippern, mit Carlos. Es kam raus, dass Carlos so ein mieser, kleiner Gangster von früher ist. Er war damals Vollmitglied im MC. Ja, ich weiß. Wie hoch sind die Chancen, dass ausgerechnet er überlebt? Jesse, Arschloch, Williamson und so viele andere starben. Und ich habe dir nie erzählt, was mit Jesse passiert ist. Du hast es gehasst, wenn ich vom Club erzählt habe, also... Also sagen wir mal, es ist was echt Schlimmes passiert. Und Jack, er hat Jesse aus dem Club geworfen und dann verliert man seine Abzeichen. Also das war ein Problem. Also das Problem war, Jesse hatte ein Mongrels-Tattoo, so wie ich. Ja, also ja, ich und Boozer und Jersey Jim, wir hielten ihn fest und Jack entfernte es mit einem Schweißbrenner. Mm. Also ich bin nicht stolz darauf. Echt nicht. Ich hab's dir nie gesagt, weil ich wusste, du könntest nie mit jemandem zusammen sein, der so etwas tun kann. Und hey, weißt du, ich könnte sagen, ich hab mich geändert, aber jetzt gibt es keinen Grund mehr, dich anzulügen. Ich habe ihn umgebracht, Jesse. Ich musste. Er war ein gottverdammter Psychopath. Aber nicht nur ihn, Boozer und ich, wir haben sie hochgejagt. Die Ripper, wir haben ihr Camp hochgejagt. Wir haben sie wie die Ratten ertränkt. Und weißt du was? Es tut mir nicht mal leid. Ich dachte, das solltest du wissen. Okay. Ich muss los. Ich komme später wieder. Okay. Gut, wir haben jetzt unser Gewissen erleichtert.
Ich meine, der toten Frau sowas zu erzählen, ist vielleicht wirklich einfacher als lebendig. Dann schauen wir jetzt mal, was uns Mister keine Ahnung, was hier zu erzählen hat, O'Brien. Haben wir hier noch irgendwo Sprit? Einiges, was wir vielleicht brauchen können. Aber hier laufen auch irgendwo noch Zombies rum. Ich höre sie wieder. Hier ist Sprit. Wow, 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 wow. Ja, ja, ich komme ja schon. Wow. Der hat meine Maschine umgeworfen. Das habe ich genau gesehen. Alter. So nicht hier. Der einfach meine Maschine um. Die kann wohl am wenigsten dafür. So, schnell. Danke, nee, F. Dann sollte ich jetzt auf jeden Fall mal gucken. Die Verbände nutzen. So. Achso, warte, kurz abschmeißen. Gibt's hier? Nee. Ach, gut, okay. Wir fahren jetzt einfach zu O'Brien. So. Ja, aber da hier irgendwie eine Hortenkränke ist, sollten wir aufpassen. Ja, genau das hier meine ich. Oh, ey. Denn jetzt haben wir plötzlich ganz schnell eine Horde am Popo. Wir machen mal weiter hier. Langsam wieder. Wow! Hell! Bam. Waren das jetzt Wölfe oder so Höllenhunde hier? Das waren anscheinend Viecher, die man nicht häuten kann. Oder ausnehmen kann. Okay. Dann weiter geht's. Uiuiui. Aber ich sehe es gerade. Unsere 30 Minuten sind um. Von daher würde ich sagen, wir beenden für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und ja, wir hoffentlich sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Und dann wünsche ich euch alles Gute und sagt ciao, der Falli. Okay.